Ja, hallo und guten Morgen. Wir haben 8:50 und ich bin schon recht früh hier gewesen, habe aber einfach jetzt mal gewartet, bis das Licht besser ist. Es scheint die Sonne draußen und es ist super, super knackekalt. Wir hatten die Nacht minus 17 Grad. Wow. Und am Wochenende soll es schneien, also es steuert alles auf, yeah, weiße Weihnacht zu. Aber abwarten, es soll nächste Woche wieder ein bisschen wärmer werden. Es ist schon einiges gelaufen. Ich habe bereits eine große Markenüberwachungsmonatsberichtsversendung durchgeführt. Ich bin die Nacht wach geworden, dann konnte ich erstmal nicht weiter schlafen. Es war ein bisschen doof. Das ist für Video immer blöder, weil man dann so zerknittert morgens aussieht, wenn man doch mal was wachgelegen hat. Aber ich habe für LinkedIn, für meinen Vlog, ein super Videothema als Idee und für nächstes Jahr auch so ein paar Ideen gehabt. Und ich habe, das geht vielleicht dem einen oder anderen so, wenn man so nachts eine Idee hat, sollte man sich eigentlich einen Notizblock oder sowas ans Bett legen. Es ist natürlich doof, wenn der Partner dann wach wird, wenn man das Licht einschaltet. Also bin ich da immer der Hoffnung, dass ich das nicht vergesse. Und ich habe es nicht vergessen. 3 Ideen und die werden nächstes Jahr auch kommen. Also das ist total klasse. Dann habe ich sie mir aber aufgeschrieben, als ich aufgestanden bin. Und eine Idee war unter anderem das heutige Video bei LinkedIn. Ich gucke mal, ob ich das in den Vlog hier mit einbinde. Mal schauen, oder die nächsten Tage. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Ja, wie geht's weiter? Wir haben gestern Abend noch eine Markenrecherche reinbekommen. Da muss auch ein bisschen was vorbereitet werden. Dann gibt es immer noch ein Angebot im Bereich Markenrecherche, was gemacht werden muss, weil der Anwalt, der angefragt hat, hat es nochmal um ein Land erweitert. Das geht nachher auch raus. Ja, und dann habe ich noch einen Fall, der ist auch ganz interessant. Und dann legen wir hier weiter los. Da muss ein kleines Tutorial gemacht werden. Da geht es um das Thema Markenklassen. Ja, das sind also die entsprechenden Einträge, die im Bereich der Markenrecherche vorgenommen werden müssen. Und da kennt er sich nicht so ganz mit aus. Und da will ich jetzt gleich die Gelegenheit nutzen und ein kleines Tutorial drehen. So, tun wir ein bisschen was und dann machen wir in der nächsten Einstellung das heutige Schwerpunktthema. Und das lasse ich dann raus, was es ist. Jetzt tun wir erstmal ein bisschen was. Ein traumhaftes Wetter draußen. Ja, man merkt, es ist Freitag. Wer nicht zählen kann, ja, das ist so eine Sache. Aber guckt es euch bitte selber an. Was haben Frank Thelen und Andreas Wieniawski miteinander zu tun? Recht viel. Beide sind Venture Capitalisten und investieren in digitale Startups. Und ich möchte heute zum Freitag so als Wochenendlektüre 2 Videos, im Grunde genommen sind es 5 Videos, empfehlen. Nämlich einmal ein Dreiteiler, ein Interview auf Gedankentanken mit Frank Thelen, äußerst inspirierend. Und dann als Übergang ein Interview mit Andreas Wieniawski und Mirko Kaminski von der Agentur Achtung auf dem W&V-Kanal. Und diejenigen, die sich das ansehen, werden eine ziemlich interessante Deckungsgleichheit entdecken, nämlich China. China als Rieseninvestmentbereich. Ich nehme mal einen Aspekt aus dem Gedankentanken-Video mit Frank Thelen raus. Da ging es um eine Studienreise in Silicon Valley. Und im Silicon Valley wurde gesagt, ja, wenn ihr zum Thema Investitionen und Startups etwas sehen wollt, dann müsst ihr nach China gehen. Und da möchte ich einfach diese beiden oder diese 5 Videos, diese 5, es sind nur 4 Videos. Ha, man muss zählen können. Das ist eine ganz einfache Sache. 3 und 1 macht 4. Aber so gesehen sind es vielleicht doch 5 Videos, nämlich meine Empfehlung auf LinkedIn, Frank Thelen zu folgen und Andreas Wieniawski, weil Andreas Wieniawski bringt mit seinem täglichen Vlog jederzeit neue Videos. Also sind so gesehen doch schon wieder 5 Videos. Ich werde mir heute Abend, das geht leider erst heute Abend, das Buch von Frank Thelen bestellen. Weil wenn ich es jetzt bestelle, dann ist die Gefahr, dass es morgen kommen könnte, recht groß. Und samstags werden hier im Technopark
keine Pakete angeliefert und das ist ein mittleres Desaster. Das habe ich schon mal erlebt. Das kann ganz schwer in die Hose gehen, weil dann Montag sich alles völlig verzettelt. Aber zum eigentlichen Titel des heutigen Vlogs, warum ich das Buch bestelle. Ich habe mich am Anfang in den ersten Runden mit Frank Thelen in der Höhle der Löwen, habe ich immer mal wieder geguckt. Also ich bin da kein Dauerzuseher, habe ich mich relativ schwer getan. Er kam für mich persönlich immer so ein bisschen so überheblich und arrogant rüber und hat im Grunde genommen immer nur diese Linie gespielt. Ja, ich kann das Ganze aufsetzen, ein Shop-System und so weiter. Also diese E-Commerce-Schiene und das war es dann auch. Aber bei anderen ist es halt so, die haben dann zum Beispiel nur die Kanäle in den Handel. Also da kocht jeder mit seinem eigenen Wässerchen in dieser Venture-Capitalist-Runde von Die Höhle der Löwen. Aber ich habe dann Frank Thelen so ein bisschen mir mal angeguckt in verschiedenen YouTube-Videos und ich muss echt sagen, also totaler Anstieg im Sympathiewert. Warum? Weil eigentlich, er macht das gleiche Schema so ein bisschen wie Dieter Bohlen. Also ich oute mich da jetzt wirklich, ich gucke ab und an, also die letzten 3 Jahre habe ich wirklich DSDS in der heißen Phase immer geguckt, weil ich das wirklich von der Performance sehr interessant finde. Und das Verhaltensmuster von dem Dieter Bohlen, ohne die zwei jetzt wirklich direkt auf eine Linie zu stellen, ist relativ gleich. Beide sind in ihrem Urteil total hart. Ja? Also Dieter Bohlen sagt eben zum Beispiel, man muss das jemandem knallhart direkt sagen, dass er nicht singen kann. Ja? Sonst glaubt er ja weiterhin daran und er soll was Ordentliches machen. Und genau das Gleiche macht eben Frank Thelen im Rahmen der Höhle der Löwen und wahrscheinlich auch in seinem Job, dass er wirklich knallhart den Startups und Gründern auf den Zahn fühlt und denen wirklich deutlich macht, und das kann ich ja selber auch nur unterschreiben, also tut mir leid, das ist jetzt nicht überheblich. Ich gucke da auf einen Zeitraum seit 1991 zurück, das sind 27 Jahre. Ich habe jeglichen Scheiß schon erlebt als Selbstständiger. Und das ist einfach ein hartes Geschäft. Und Frank Thelen hat so in diversen Interviews, hat er immer wieder rübergebracht, man muss für seine Sache brennen, ja. Und wenn ich überlege, ich mache das seit 91 und da tut man sich teilweise wirklich schwer, wenn man wie Don Quixote immer gegen die Windmühlen anredet, ey, nutzt doch kommerzielle Datenbanken, das ist viel effizienter als Suchmaschine, könnt ihr jetzt wieder ein ganzes Video drüber drehen. Ja, also das ist so die Gebetsmühle. Und mich interessiert einfach Frank Thelen, was er denkt. Klar hat das in den Interviews schon vieles gesagt, aber ich denke einfach mal, dass das in dem Buch auch noch mal ein bisschen anders rüberkommt. Und ein Kollege, Marco Greifenberg, hat das Buch schon gelesen und er meinte so zu mir, das ist halt überaus interessant, weil man damit auch mal so diesen ganzen Pitch-Prozess und Bieter-Prozess in so einer Venture-Capital-Runde so ein bisschen versteht. Und das ist für mich zum Beispiel total interessant, eben wieder aus dem Gesichtspunkt auch Recherche. Wie schlau sind die eigentlich alle vorher? Weil das kommt beim Frank Thelen auch immer wieder rüber, dass er halt zum Beispiel sagt, da werden bestimmte Sachen, was gewerbliche Schutzrechte, Patente und Marken angeht, nicht so richtig offengelegt und dann platzt so ein Deal und und. Demnach wird heute Abend das Buch bestellt. Das wird, denke ich mal, am Montag dann kommen. Ich werde es in die Kamera halten und das ist dann so meine Weihnachtsfeiertags-Sesselsofa-Lektüre und ich werde auf jeden Fall berichten. So, und jetzt tun wir noch ein bisschen was. Ich war fleißig, ich habe das Angebot abgegeben für den Anwalt und jetzt geht es so ein bisschen mit Markenrecherchen weiter. Da will ich noch so ein paar Sachen fertig bekommen. Ja, und dann muss das Video hier noch gefixt werden. LinkedIn-Video ist schon raus. Ja, hat ja jeder gesehen, den Ausschnitt, wo ich mich so richtig dolle schön verrechnet habe. So ist das halt, ja. Life is life. Also, tun wir noch was. Wir haben gleich 16:30 und kennt ihr das? Das ist so ein richtig schöner, kuscheliger Freitag. Es ist ruhig, das Telefon geht nicht, man kann gewisse Dinge abarbeiten. Und ich war heute, was LinkedIn angeht, richtig fleißig, weil ich habe heute nämlich sogar noch, kann ich mal kurz zeigen, einen Blogbeitrag auf dem LinkedIn-Blog veröffentlicht. Das ist ein Beitrag aus dem Passwort-Push-Dienst, der, ich sag mal, sehr hochgelobt wurde. Da habe ich gestern einen super Kommentar zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, komm, das Ding, das haust dir jetzt mal auf LinkedIn raus. Das soll auch so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingeht in 2019. Da wird auf LinkedIn, was so das Schreiben angeht, wird noch einiges mehr passieren, aber Video ohnehin. Aber da sage ich noch was, zu gegebener Zeit sage ich noch was dazu.
Ja, es wird dunkel draußen, es wird kalt draußen, es wird bestimmt wieder minus 10 bis minus 15 Grad hier im Allgäu auf 700 Meter Höhe in Sonthofen, der südlichsten Stadt Deutschlands. Und damit gehen wir jetzt ins Wochenende, weil jetzt muss noch ein bisschen Schnitt laufen und das muss noch rendern, das Video. Und am Sonntag nicht vergessen, Clems und Kollege um 10 Uhr, wie immer, auf dem YouTube-Kanal. Und natürlich würde ich mich über Abonnenten freuen, über Likes freuen und natürlich auch über Kommentare. Was haltet ihr von Frank Thelen? Was haltet ihr von der Höhle der Löwen? Was haltet ihr überhaupt von diesem Venture-Capital-Konzept? Das bitte in die Kommentare posten. Und ich sage schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Ciao!